Guten Tag. Zurück. Wieder. In den letzten Satten des Sackes von Locken. Wie kann ich das erkennen? So, ich hoffe, jetzt wird es etwas verständlicher. Also zumindest sprechtechnisch. Inhaltlich kann ich das nicht beurteilen. Ja. Solche verschiedene Behandlung einfach auf Verdienst oder Schuld zu schieben, das verbietet schon die Erwägung, dass im Leben nicht nur der Verlauf des Spiels, sondern schon sein Einsatzgrund verschieden ist. Denn die Natur, mit der wir das Leben beginnen, ist nicht unser eigenes Werk und auch die menschliche Umgebung hat schon stärksten Einfluss auf uns geübt, ehe unsere Selbstständigkeit erwacht. Was sich dabei an Ungleichheit findet, an Ungleichheit der Kraft, wie auch der Gesinnung, das übertrifft weitaus alles, was der weitere Verlauf des gemeinsamen Lebens an Ungleichheit erzeugt. Dazu kommt, dass so wenig der Mensch seine eigene Art sich ausgesucht hat, er doch dafür verantwortlich gemacht wird, und zwar nicht bloß von außen her, sondern auch in seiner eigenen Seele. Was das Schicksal wirkt, das rechnet der Glückliche sich zum Verdienst, der Unglückliche dagegen muss es als Schuld empfinden. So scheint die Unbill bis in den tiefsten Grund des Lebens zu reichen. Die Probleme, die damit erwachsen haben, seit Hiob und auch schon vor Hiob ernste Geister aufs Tiefste erregt und zu einbohrendem Grübeln getrieben. Aber alle Mühe und Arbeit hat das Dunkel der Sache mehr herausgestellt, als es weit weg erklärt. Alle Abschwächung aber führt das Leben rasch in Flachheit und Unwahrheit. So würden wir gegenüber dem Problem völlig wehrlos sein, wenn der erste Anblick auch der letzte wäre und wir jener Verwicklung gar nichts entgegenzusetzen hätten. In Wahrheit haben alle guten Geister der Menschheit, haben Religionen, Moral, Philosophie und Kunst den Menschen über jenen Stand der Gebundenheit hinauszuheben gesucht. Und was in dieser Richtung gewonnen ward, das kann unsere Überzeugung von der uns eröffneten Geisteswelt vollauf anerkennen und zusammenfassen. Denn mit dem Erscheinen einer neuen Stufe der Wirklichkeit und der Eröffnung einer Quelle selbstständigen Lebens in unserer Seele verändert sich wesentlich die Gestalt und die Aufgabe unseres Lebens. Nun geht es nicht mehr auf in die Beziehungen zur Umgebung, nun erschöpft es sich nicht in einem Austausch von Wirkung und Gegenwirkung, sondern es findet seine Hauptaufgabe im eigenen Bereich in der Bildung eines wesenhaften bei sich Selbstseins, das ihm eine Tiefe der Wirklichkeit erschließt und unter völliger Umwandlung aller Größen und Güter an ihrer Fülle teilnehmen lässt. Dann wird das Leben mehr als ein bloßer Schauplatz, auf dem in bunten Wechsel Verschiedenartiges vorgeht. Dann wird es nicht mehr von dunklen Mächten wehrlos, bald hierher, bald dahin gezogen, sondern dann vermag es sich in eine Einheit zusammenzufassen und durch allen Wandel der Geschicke hindurch eine beharrende Richtung zu verfolgen. Dann vermag es bei sich selbst einen inneren Aufbau zu vollziehen. Zugleich verwandeln sich gegenüber der Richtung nach außen die Maße und Werte des Lebens. Groß ist nun nicht sowohl das, was Wandlungen und Weltumgebung hervorbringt, sondern das, was das Leben innerlich umgestaltet und zugleich den Bestand der Geisteswelt mehrt. So kann auch solches, was sich nach außen hin als klein darstellt, eine innere Größe erlangen, kann schlichteste Lebenshaltung in Handeln, Dulden, Überwinden, einem Heroismus erweisen, der innerlich größer ist als alles, was die Weltgeschichte Heroismus nennt. Alle Unterschiede der Lebensstellung verblassen hier vor dem Werk des Menschen als Menschen. Hier kann sich jeder zu innerer Größe erheben, zugleich verwandelt sich die Schätzung der Lebensgüter. Als endgültig wertvoll kann nunmehr nur gelten, was den inneren Aufbau fördert, während auch die größten Erfolge nach außen hin nachteilig werden. Wenn sie jenem Aufbau schaden, so dass es heißen konnte, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und litte Schaden an seiner Seele? Bei solcher Zielsetzung braucht das Leid nicht mehr bloße Hemmung zu sein, es kann zur Förderung gereichen, indem es neuen Kräften zum Aufstieg verhilft. Wer das Ganze des Lebens auf Tiefen zurückwirft, wo ursprüngliche Quellen erscheinen und ein neues Leben zu schaffen vermögen, in großen Erschütterungen und Wandlung mag, was bisher als das Ganze des Lebens galt,
sich als eine bloße Schicht erweisen, über welche die Bewegung zwingend hinaustreibt. Ja, dann mag auch das Wort einen tiefen Sinn gewinnen. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. In dem Allen eröffnen sich neue Möglichkeiten, die eine Befreiung von der Macht des Geschicks erhalten und dem Menschen als Menschen eine große Aufgabe stellen. Auch hier steht er nicht auf sich selbst allein, auch hier bedarf er befestigender Zusammenhänge. Aber hier sind die Zusammenhänge innerer Art. Die Eröffnung des Geisteslebens erscheint nun als die Offenbarung einer höheren Ordnung, einer Macht, der Rettung und Liebe, die nicht preisgegeben wird, was sie ergriffen hat. Von hier aus ergibt sich auch die Möglichkeit, in dem scheinbaren Durcheinander des Lebens auch in Hemmung und Leid eine Führung zu erkennen, ein Gelenktwerden von einer geheimnisvollen Macht, die den Menschen weit über sein eigenes Wollen und Vermögen hinaus zu bestimmten Zielen führt. Gewiss bleibt auch so vieles rätselhaft und das Wort Goethes, wir wandeln unter Geheimnissen, behält sein gutes Recht. Aber wir erhalten Licht genug, um die Richtung unseres Weges zu finden. Und wir dürfen überzeugt sein, dass unser Leben nicht vergeblich ist, dass in ihm Großes auf dem Spiele steht und dass jeder an seiner Stelle es sich bedeutend zu gestalten vermag. Hat aber jeder so viel bei sich selbst zu tun und gewinnt er dabei so großen Wert, so wird er nicht über die Unterschiede grübeln, so wird der Große sich nicht überheben und der Kleine sich nicht gering von sich denken. Unser Leben ist ein Kampf um eine neue Welt. Wie nun im Kriege gegen einen äußeren Feind es verschiedene Posten gibt, leichte und schwere, dankbare und undankbare, wie aber eines jeden Aufgabe wichtig ist und pflichttreu gelöst werden muss, so steht es auch mit dem Ganzen des Lebens. Verschieden sind seine Lose, aber durch alle Verschiedenheit geht ein gleicher Wert und ein gemeinsames Ziel. Konsequenzen für die Lage der Gegenwart. Die eigentümliche Lage der Gegenwart hat uns in den einleitenden Abschnitten schon zur Genüge beschäftigt. An dieser Stelle sei nur gefragt, ob die von uns entwickelte Grundüberzeugung, den Wirren und Kämpfen unserer Zeit irgendwelche Hilfe zu bringen und zugleich ihr Recht zu erweisen vermag. Wohl ist das Leben mehr als eine Anwendung allgemeiner Sätze, wofür die Aufklärungszeit es hielt, aber ohne den Hintergrund einer Gedankenwelt sind geistige Kämpfe unmöglich. Nun ist auf das Ganze und Innere des Lebens angesehen, der Gegenwart besonders eigentümlich das weite Auseinandergehen, ja die schroffe Verfeindung verschiedenartiger Strebungen. So gilt es vornehmlich zu untersuchen, ob es an den Hauptpunkten, wo das geschieht, die von uns vertretene Überzeugung Mittel zur Gegenwirkung gewährt und das Leben zusammenzuführen verspricht. Das ist die dringendste Forderung der Gegenwart. Denn ein ungehemmter Fortgang jener Zerklüftung müsste das Leben bis zum Grunde zerstören und seines geistigen Charakters berauben. Erstens, die Spaltung beginnt, wie wir fanden, schon bei der Gesamtgestaltung des Lebens. Nicht weniger als 5 verschiedene Arten sahen wir auseinandertreten, deren jeder das Ganze beherrschen und in ihrer Art bilden wollte. Solange diese Vielheit in einer einzigen Fläche zusammentrifft, ist eine Versöhnung undenkbar. Wohl aber wird eine solche möglich, wenn das Ganze des Lebens verschiedene Seiten und Schichten umfasst. Das aber tut es bei Anerkennung dessen, dass das Geistesleben unter den Bedingungen der menschlichen Lage zu voller Selbstständigkeit aufstrebt. Von verschiedenen Seiten aus gilt es dann, die Sache anzugreifen und durch verschiedene Stufen zu verfolgen. Diese Seiten und Stufen bringen verschiedene Aufgaben mit sich, bieten der Arbeit verschiedene Standorte, entwickeln verschiedene Bilder der Wirklichkeit, auch persönliche Lebenserfahrungen sind dabei mit im Spiel, indem sie dem einen diese, dem anderen jene Richtung empfehlen. Dass zum Beispiel die Religion jenseits aller Kulturarbeit ein Gebiet reiner Innerlichkeit eröffnet, das ist unentbehrlich für das Ganze des Menschenlebens und die Aufrechterhaltung der Kultur. Aber wie weit der Einzelne daran teilnimmt und ob er darin den Schwerpunkt des Lebens findet, das ist eine andere Frage. Jene Welt tiefster Innerlichkeit mag dem einen mehr ein Hintergrund bleiben, während dem anderen schwere Erschütterungen sie zur Hauptsache machen.
Es liegt nicht bloß an verstandesgemäßiger Betrachtung, dass Menschen und ganze Zeiten hierher immanent, dort und mehr transzendent denken.